Hallo und herzlich willkommen zu einer nigelnagelneuen, brandneuen Folge vom, wie heißt er nochmal? Genau, der American Truck Simulator. Und zwar haben wir in der letzten Folge am Ende schon mal einen neuen Auftrag in unserem schönen LKW hier angenommen. Und zwar geht diese Fahrt von... Wir haben eine neue E-Mail. Brandneue Kenworth-LKWs eingetroffen. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Kenworth-LKW bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Los Angeles. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnte sich hinter unseren Türen erfahren. So, unser Auftrag. Ja, von Las Vegas aus nach Barstow, nach Kalifornien rüber. Wir sind momentan in Nevada und ja, dafür haben wir 9 Stunden 53 Minuten Zeit und bekommen dafür 3.186 Euro. Dann würde ich sagen, warten wir nicht lange, machen den LKW an. Legen den zweiten Gang ein und gucken, dass wir hier rauskommen. So, sehen wir sind gerade auf dem Land. Wenn man das Land nennen kann. Das war die Hupe. Wir müssen nach links abbiegen. Da oben fliegt ein und da oben fliegen zwei Flugzeuge. Ein Kunstflugzeug hier drüben. Und ja. Ein bisschen Verkehr haben wir hier auch. Ich bin ja im Leerlauf. Wir dürfen jetzt 105 km/h fahren. Hier kurz einen klitzekleinen Cut und bin gleich wieder da. So Leute, da bin ich wieder. Oh, das war ein Linksblinker. Das war das. Ja, das war die Hupe. Hupe? Wo ist der Tempomat?
hatten Schiss. So, hier rechts haben wir unseren ersten Auftrag gemacht. Da. Das war in der letzten Folge. Und ja. Jetzt geht's nach Kalifornien. Also, stopp. 105 km/h. Ach du Scheiße. Oh, da auf der anderen Seite gab es einen Unfall oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich so schnell fahren dürfen in Amerika. Während wir hier in Deutschland und Umgebung in Europa rum nur in Prüm. Erster Aufenthalt in Prüm. Wir dürfen in Europa nur maximal 90 km/h und weniger fahren. Und die dürfen in Amerika hier 110 km/h fahren. Sorry. Ich wollte dich nicht abdrängen. Km/h. Wow. Ach du Scheiße. Bremsen. Ist eine Option. 89 km/h dürfen wir jetzt. Wow. Hoi. Ein Dodge war gerade neben uns oder ist neben uns. Puh. Der überholt uns jetzt. Ist es ein Dodge? Nee, das ist ein Ford Mustang. Fazit für die ersten Minuten, die ich das Spiel spiele. Es ist gewöhnungsbedürftig. Hier ein Warndreieck. Hier ein sehr, sehr schöner Polizeiwagen. Stopp! Hier haben wir einen Unfall. Das ist auch schon krass. Das gibt es im Euro Truck Simulator 2 zum Beispiel nicht. Da ist wieder ein Ford Mustang Cabrio an uns vorbeigedüst. Jetzt weiß ich wieder, wo wir hinfahren. Wir fahren nach Barstow. Richtig? Ja. Zu Rail Export.
So, da hat es an der Tür geklopft. Mal kurz Pause gemacht. Aber man hat sehr gerade Strecken. Das finde ich schön. Da kann man auch mal kurz die Hand vom Lenkrad tun. Aber macht es auf keinen Fall nach. Hand vom Lenkrad darf man beim Autofahren etc. pp. Niemals. So. So. Da unten haben wir noch mal eine Raststätte, sehe ich gerade. Ach, und damit es hier ein bisschen spannender wird, fällt mir gerade ein, im Gameplay stelle ich mal die zufälligen... Achso, das sind schon... Okay. Die Regenwahrscheinlichkeit können wir auch ein bisschen hochstellen und dann geht's jetzt schon weiter in den LKW zurück. Ja. Wir rollen ein wenig. Der LKW klingt so mega krass. Wenn er gerade so kein Gas gegeben hat, also jetzt gleich, wenn wir wieder bei 89 km/h sind. Jetzt gibt er kein Gas. Jetzt, ja gut, jetzt gibt er wieder Vollgas. So, jetzt geht es eine lange Strecke bergab und jetzt gibt er keinen Gas, jetzt lässt er einfach nur rollen. Warte, ich gebe nochmal einen kurzen Schub. Jetzt rollt er ganz einfach geradeaus. Kein Schub, kein gar nichts. Und jetzt fährt der Motor sozusagen ein bisschen wieder hoch und das klingt meiner Meinung nach so mega krass. Ja, da sind lauter andere LKWs. Also ich finde, es ist sehr auffällig, in Amerika ist sehr, sehr viel noch auf LKWs zu transportieren. Wenn man hier in Deutschland jetzt zum Beispiel guckt, es sind weniger LKWs, meine ich, unterwegs. Finde ich, also. Muss jetzt nicht stimmen. Ist das ein Bus? Ja. Ein Bus überholt uns jetzt. Haben wir ihm mal das Zeichen gegeben, dass er rüberfahren kann? Wenn er möchte. Da ist wieder ein Ford Mustang am Start. Oh, ein Muscle Car. So. Puh, das war knapp. Oh, das gab jetzt einen Unfall. Über uns ist ein Helikopter.
Da ziehen wir raus und geben richtig Gas. Da ist der Helikopter. Hier der Gang. So, wieder rüberfahren. Also diese Details, zum Beispiel Unfallsimulationen oder ähnliches, das finde ich richtig, richtig schön gemacht. Und dass man das alles selber einstellen kann, ob wenig Unfälle sein sollen oder ob sehr viele Unfälle sein sollen, das finde ich sehr, 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 sehr gut gemacht. Also an dieser Stelle schon mal ein Lob an SCS-Software. So, Stoppschild einmal zum Stehen kommen, rechts, links schauen. So, nochmal links gucken, rechts gucken. Hier haben wir UPS und wir sind in Barstow. So. Rail Export. Gang rausnehmen. Schauen wir mal, wo parken wir denn? Parken wir mal da mit 90 extra EP. Warte, wo ist das? Ah, okay, ich weiß jetzt, wo es ist. Ich finde den Sound so krass. Hä? Warum bin ich denn da jetzt angedotzt? Boah. Ich habe eine einfachere Variante. Also mich persönlich nervt der irre große Wendekreis. Dagegen. Ah, yep. Meine Vermutung bestätigt sich. Wir müssen irgendwie hier rein. Rückwärts fahren. Okay, nein. Ah, blöd.
ich denn jetzt hier? Ah! Ich komme die ganze Zeit mit der Steuerung von Umsi durcheinander. Dann probieren wir das jetzt. So, ich glaube, das wird nix. Huch! Abwürgen. Rückwärtsgang raus tun und uns hin teleportieren. Was? Das geht nicht? Och nein. Hinfahren. Puh! Oh, wir haben einen Levelaufstieg. Dann nehme ich mal Flammbar. Oh, Filzen International. Wir könnten jetzt Darlehen aufnehmen, aber benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihrem Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich an uns. Bitte suchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Hochachtungsvoll Verkaufsmanager Bank. Ja. Und dann verabschiede ich mich auch schon mal. Nicht wundern, dass der Sound jetzt weg ist. Ich bin rausgegangen. Das ist mir sonst zu laut. Egal. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Einschalten, fürs Mitfiebern vielleicht auch. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und vielleicht sogar, wenn euch das gefällt und ihr öfters dabei sein möchtet, auch ein Abo. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.